15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Fuck, Spike geht schon zum achten Mal in Winterruhe. Oh mein Gott. Und damit recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Boss der Badegarten. Die Winterruhe steht an. Ja, wir haben heute Freitag, den 16. September 2022. Bei Spike ist es so, er ist noch nicht ganz in Winterruhenstimmung. Er ist noch sehr aktiv, aber bald wird es Zeit. Spike ist normalerweise immer im September in Winterruhe gegangen. Er hat dafür noch ungefähr 2 Wochen Zeit. Das ist überhaupt nicht schlimm. Es variiert mal so, mal so. Und jetzt kommen wir erstmal dazu, was die Winterruhe überhaupt ist. Die Winterruhe ist bei jedem Reptil eine Erholungsphase, die die Tiere auch in Australien beispielsweise, in der Halbwüste, betreiben, um sich bei den kalten Temperaturen in der Halbwüste zu stärken bzw. die Energien einzuteilen. Also sie betreiben eine Winterruhe in Form, sieht aus wie, als würden sie durchgehend schlafen. Könnte man auch von außen sehen, als wären sie tot, so eine Art Todesstarre. In dieser Zeit bewegen sich die Tiere so gut wie gar nicht, essen natürlich nichts. Ab und zu bewegen sie sich vielleicht, um die Position ein bisschen anzupassen, fahren aber den Puls und damit auch das Immunsystem, Verdauungssystem komplett runter. Du könntest die Tiere in dem Status quasi anfassen, ohne dass sie das spüren. Sie haben keine Wahrnehmung mehr, sind fast wie tot. Sie sind aber nicht tot, sie haben noch einen Herzschlag von 4 Herzschlägen pro Minute in etwa. Das ist enorm wenig. Menschen haben, wenn sie schlafen, etwa 50, zwischen 45 und 60 würde ich sagen. Und das ist auf jeden Fall ein enormer Unterschied. Daran sieht man, dass die Stoffwechselprozesse sich komplett herunterfahren. Was ist jetzt zur Winterruhe noch zu sagen? Die Winterruhe ist in etwa von Mitte bis Ende September und kann andauern bis März, ja, ungefähr März rum vom nächsten Jahr dann. Das sind so die kühlen Temperaturen. Es variiert natürlich auch von Jahr zu Jahr. Wir hatten jetzt einen sehr heißen Sommer und das wird sich auch dementsprechend im Winter zeigen. Ich denke, dass wir kühle Temperaturen im Winter erhalten werden, um das Ganze ein bisschen wieder auszugleichen. Der Spike ist noch nicht in Stimmung, wie gesagt. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euren Bartagamen ist, ob die schon in Winterruhe gegangen sind oder noch nicht. Ich habe auch schon 2 Videos bezüglich der Winterruhe hochgeladen. Ihr könnt da gerne reinschauen. Das Video vom letzten Jahr vor allem, wo ich eine Webseite Bartagam Keppers müsste es sein, empfohlen habe, könnt ihr euch gerne reinziehen. Es ist sehr gut geworden und deshalb einfach jetzt nur ein Update dieses Jahr, wie es sich jetzt verhält, weil Informationen habt ihr über die Winterruhe auf jeden Fall von mir schon gut erhalten. Wie mache ich das mit der Beleuchtung im Terrarium, wenn die Bartagame womöglich in Winterruhe gehen möchte? Oder ihr meint, jetzt ist es wirklich Zeit, denn die Temperaturen sind kühl geworden. Ihr versucht einfach, die Bedingungen im Terrarium anzupassen. Das heißt, die Temperatur im Terrarium muss herabgesetzt werden, in etwa, dass ihr die Lampen nur noch zur Hälfte der Zeit einstellt oder, wenn ihr sie dimmen könnt, eben weniger Watt zur Verfügung stellt. Ihr versucht, die Badegamme ebenso nochmal zu baden vor der Winterruhe, sodass der Darm komplett geleert ist und somit auch keine Infekte im Darm über die Winterruhe hinweg passieren können. Wenn der Darm geleert ist, vermeidet ihr zudem auch, dass Parasiten sich weiter ausbreiten können, wenn sich doch welche gebildet haben und somit quasi auch nichts ist zum Abfressen in der Badegarme. Jetzt zum Stichwort Parasiten. Ihr solltet die Badegarme vor der Winterruhe nochmal zum Reptilienarzt oder reptilienkundigen Tierarzt bringen und dort eine Kotuntersuchung machen, dass einfach geschaut wird, ob Parasitenbefall bei der Badegarme vorfindbar ist oder andere Erkrankungen, Entzündungen, die sie über die Winterruhe nicht bringen könnten. Ich habe auch euch in der Videobeschreibung verlinkt von MS Reptilien einen Kotuntersuchungstest. Ne, das habe ich auch gemacht. So habe ich auch bei Spike einen Buntwurmbefall herausgefunden und dann dementsprechend beim Tierarzt, Reptilienarzt vor Ort behandeln lassen. Das Ganze habe ich euch, wie gesagt, verlinkt.
könnt ihr gerne über den Link kaufen. Ich kriege eine kleine Provision für euch, bleibt es der gleiche Preis. Einfach hat sich bei mir rentiert, hat angeschlagen. Ich habe die E-Mail bekommen von dem Labor. Das ist alles sehr seriös gewesen, hat mich sehr erfreut und sehr detailliert ausgeführt. Der Tierarzt weiß dann auch sofort, worum es sich handelt, bringt einfach den Zettel mit, druckt quasi die E-Mail aus oder das PDF, was euch geschickt wird, und schon könnt ihr da mit dem Tierarzt direkt auf dem Laufenden halten und er weiß Bescheid, worum es geht. So, jetzt, wenn die Bartegame dann in Winterruhe geht, quasi geschaut ist, dass sie keine Parasiten hat und gesund ist, dann könnt ihr sie in Winterruhe schicken. Schaut, dass sie eine Versteckmöglichkeit hat, dass sie sich verbuddeln kann, ein weiches, ich sage jetzt mal, Bodensubstrat hat, zum Beispiel Sand, Lehmgemisch kann man nehmen oder nur Sand mit ein bisschen Pinienrinde zum Beispiel, die jetzt auch mit feinen Abschleifungen ist, damit sie sich nicht irgendwo reinbeißt bei der Bartegame. Und zum Beispiel dann einen Holzüberzug als Höhle nehmen oder einen Korküberzug, dass sie sich verstecken kann. Das fühlt die Bartegame, dann fühlt sie sich wohl. Ja? Genau. So, dann kann die Winterruhe beginnen. Die Bartegame sollte eine Temperatur haben von unter 20 Grad. Bei mir ist die Bartegame im Zimmer, wo ich auch schlafe. Ich habe im Winter keine Heizung an. Ich kann mich damit abfinden. Vielleicht bin ich auch eine Bartegame. Ich ziehe dann einfach ein bisschen wärmere Kleidung an. Aber für mich ist es kein Problem. Ich habe keine Heizung an. Mein Zimmer hat es in etwa 20 Grad im Winter. Und ich lüfte auch viel, damit halt frische Luft reinkommt. Und somit kann ich das auch ausgleichen. Und die Temperaturen schwanken sehr wenig in meinem Zimmer. So kann ich das eben vollziehen, ohne dass die Bartegame sich gestört fühlt. Der Spike schläft eigentlich durch, der wacht nie auf zwischen der Winterruhe. Und so sieht man auch, dass es in Ordnung ist, wie ich es mache. Habt ihr kein kühles Zimmer oder ihr friert immer gerne, stellt die Bartegame in Terrarium entweder in ein anderes Terrarium, bevor es in die Winterruhe geht, damit ihr sie nicht wieder aufweckt. Oder einfach eine Box, legt die mit weichem Bodensubstrat aus und irgendwelchen Küchenrollentüchern oder so. Eventuell eine Wasserschale, damit die Luftfeuchtigkeit behalten wird. Und könnt sie dann in den Keller zum Beispiel stellen, wo die Temperatur 15 bis 18 Grad beträgt. So kann die Bartegame auch nicht austrocknen und braucht nicht so viel Energie. Wenn ihr das alles beachtet habt, dann braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass eure Bartegame nicht im nächsten Jahr wieder aufwacht. Wenn die Bartegame dann allerdings aufwacht, dann schaut, dass ihr sie langsam wieder zum richtigen Leben bewirkt oder lasst sie einfach aufwachen. Das ist so, wie wenn ihr lange geschlafen habt am Tag, dann müsst ihr auch erstmal aufstehen, aufwachen. Ihr wollt auch nicht, dass jemand euch hier zack, zack, hier los geht's, ab in die Schule, macht dein Brot, los geht's, sondern ihr wollt auch in Ruhe erstmal aufstehen, vielleicht euren Kaffee trinken. Einfach in Ruhe halt hochkommt. Ne? So ist das auch bei Bartegamen, vor allem wenn sie halt einige Monate in der Winterruhe waren, da brauchen sie auch wieder Regenerationszeit quasi, um hochzukommen. Füttert den Bartegamen dann erstmal 1 bis 2 Wochen nichts, stellt ihn vielleicht nach einer Woche mal Salat hin und könnt dann auch vielleicht mal schauen, ob er eine Heuschrecke dann reinsetzt ins Terrarium. Wenn sie kein Interesse hat, dann wieder raus damit. Sonst ist es nur eine Qual und es stört die Bartegamen, dass er die ganze Zeit was rumhüpft. So, wenn die Bartegame dann nach 1 bis 2 Wochen wieder vollkommen einsatzbereit ist, könnt ihr mit allem Weiteren wieder anfangen. Ihr könnt sie auch wieder auf die Hände nehmen. Es wird auch schon warme Temperaturen dann haben. Ihr könnt sie ganz normal baden, damit sie auch Feuchtigkeit bekommt und das Immunsystem nochmal angeregt wird, wenn ihr sie dann ernährt habt natürlich. Und so einfach die Bartegame ein bisschen unterhalten, ihr zuschauen ganz normal, was ihr so macht mit der Bartegame. Und einfach schauen, was für ein schönes Leben sie doch bei euch hat. So, wenn dir das Video jetzt gefallen hat, lass mir gerne ein Like da, empfehle das Video und schreibe Kommentare, was du in Zukunft sehen möchtest. Und du sorgst auch dafür, dass weitere Leute das Video sehen, wenn du dem Video ein Like gibst und Kommentare schreibst. So kann der Algorithmus dieses Video vielen Leuten empfehlen und sie können auch von dem Inhalt profitieren. Also, dein Boss der Bartegame, abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Mach's gut. Habe eine tolle Winterruhe mit deinem Tier und dann, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Buster Bartegame. Ciao.